Ja, hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Fortnite Daily Shop News mit dem Herrn Sofort heute und mit mir, dem Herrn gleich. So, heute gibt Ja. es wieder einen neuen Skin. Und zwar den Maximilian-Skin. Maximilian-Skin. Übrigens, Leute, später kommt ein Video. Die Streamer Darf ich reacten bitte? auf. Ich will wenigstens die Maus benutzen. So, ja? Die Streamer reacten drauf. Erzähl. Ja, auf den Shop. Auf den Shop. So. Ja, schauen wir uns das Ding mal an, wie das aussieht. Ein cooler, was ist denn das? Sieht ein bisschen aus wie so ein Bentley-Abzeichen, ne? Oh. Ja, hast du eben gerade gesehen, aber Nee, ich hab's Bentley nicht gesehen. du hast nicht Ach, da hingeguckt, hinten! weil du Ich hab schon den wieder hinten. genervt bist, scheinbar. So. Und dann haben wir hier, Funktioniert nicht, weil meine Auflösung anders ist. ja, das ist grausam. Ich treffe das Ding da eigentlich nicht. Kannst du den Leuten mal erklären, warum das ist? Weil die denken bestimmt, ist der Herr gleich total doof, der trifft. Weil ich treffe das in den ganzen Videos nicht, ja? Ehrlich. Die Leute, die müssen denken, der ist total bescheuert. Das war mir so Erhard. klar. Erhard. Also erstmal, was hältst du denn überhaupt von dem hier? Also links Was soll man geht's. sagen? Das ist ein No-Skin und der sieht kacke aus. Das bedeutet, Was? Das sieht doch nicht kacke aus. der sieht übelst Der sieht kacke aus. überhaupt nicht kacke Das guckt dir aus. allein dieses Gesicht. Der sieht so unfassbar dumm aus. Ich finde den Emote geil. Was gibt's denn für eine Note? Den Emote, den Was Skin. geben? Was gibt's denn für eine Note? Schulnote? Ja, ich wollen wir aber Wir jetzt ein neues machen System. Ich da weiß, Punkte sind, 21. ja, ich weiß. Aber weil du jetzt gesagt hast, Note. Note? Punkte, oder? Ja, von mir aus Punkte. Punkte. Also, 1 von 10, 0 von 10. Was? Bist du denn des Wahnsinns? Du kannst doch darauf nicht 0 von 10 geben. Doch. Also, ich finde den relativ cool und ich gebe dem 7 von 10. Ich Was? finde den cool. Ich finde den cool. 7 von 10. Wieso treffe ich das wieder nicht? So. Okay. 0 von 10. Never ever. Ever. Never ever. Das Ding, das kriegt von Nein, das klingt von mir. mir 4 von 10. Also, Sieht die besser kriegt. aus als der No-Skin. Was? Das sieht Ganz doch nicht einfach. besser Doch, aus. sieht besser aus. Also, die kriegt von mir 6 von 10. Er kriegt von mir 7 von 10. Sie kriegt 6 von 10. Er kriegt 0 von 10, sie kriegt 4 von 10. Ja, sind wir dann auch schon hier durch. Da gucken wir dann mal, wie die allgemeine Bewertung dafür momentan ist. Also falls überhaupt schon Oh, was. shit. Oh, ich bin am Arsch. Peinlich, peinlich. Aber gut, bei mir sah es ja gestern auch nicht viel anders aus. Also 4 von 5. Bereits jetzt 4 Votes, 4 von 5. Wahnsinn. Und dann. Was? Wieso denn? Ich so kacke aus. Und Steht dann ihr, gucken wir. Leute, ganz ehrlich, schreibt mal in die Kommentare, steht ihr auf No-Skins? Weil, zum Beispiel, Wieso denn die No-Skin? Scarlet Defender, ich wette, die kriegt 3 Sterne oder so. Ich wette. Wieso denn No-Skin? Ja, das ist ein Es ist nein, No-Skin. es ist überhaupt Doch, das nicht. ist ein No-Skin. So, und das hier. Boah, 5 von 5, aber nur Ah ein ja, gut, Vote. ein. Ein Vote bis jetzt. Aber 5 von 5 5, von aber das ist 5, schon was? krass, Nein, ja. nix Das da. ist schon krass. Alter Vater. So, dann gehen wir Verstehe hier nicht, warum, raus. egal. Turbine. Jetzt kommen wir in die. Nein, nein. Wow. Turbine, geh mal auf. Nein. Erstmal die Picke. So, Ja. die Picke, was macht die für ein Geräusch? Okay. Die sieht ziemlich geil aus. Muss man echt sagen. Okay. Also, ich würde sagen, 7 von 10. 7 von 10. Richtig. Okay. Ja, ich finde die auch mega nice. Also ich muss echt sagen, ich gebe der sogar auch noch einen Punkt mehr. Ich gebe der sogar noch einen Punkt. Ich gebe der 9 von 10. Was? 9 von 10? 9 von 10. Ich finde das Ding geil. Dann gucken wir doch mal, wie habt ihr denn da auf diese Picke Ah, reagiert? no rating. Ah, bis jetzt no Rating, alles klar. So, dann geht's weiter. Jetzt haben wir hier den Gleiter, den Dirigible. Feier ich Gleiter dann überhaupt eher. nicht. Ich 5 von finde 10 den höchstens. Hammer. Ich finde den 5 Hammer. von 10. Ich finde den Hammer. Guck mal da oben, die Propeller drauf und so. Das sieht wirklich aus wie so. Ja, aus den Luftschiff. 20ern, wie so. Das sieht cool aus, ehrlich, ohne Scheiß. Ich würde sagen, immer noch Ich hier finde 5 das von Ding 10. mega nice. Also, 5 von 10. ist mal was ausgefallen ist. Dann gucken wir mal, wie habt ihr denn. Da. Wie habt ihr denn darauf reagiert? Ein Stern. Ein Stern bis jetzt. Eins von. Oh. Okay. Bin ich doch ganz nicht so schlecht. Okay. Dann. Oh nein. Oh nein. Ja, okay, ich muss es ja tun. Ich muss da jetzt drauflegen. Ich traue mir. Oh Gott. Oh mein Gott. Ja.
Wie beschissen sieht denn das aus bei dem Skin hier? Oh mein Gott. Was ich aber gern mal sehen würde, ohne Witz, was ich gern mal sehen würde, wie sieht das denn aus bei dem hier? Schwarzen Ritter. Ich will es bei dem mal sehen erstmal. Erstmal, bevor wir das kommen, den Schwarzen Ritter dann reinhauen, aber ich will es erstmal bei dem sehen. Item Shop. Das ist ja gleich schon wieder, Leute. Oh mein Gott. Und was willst du jetzt mit dem Schwarzen Ritter sehen, oder was? Schwarzen Ritter. Schwarzer Ritter. Den Bösen. Der da. Okay, machen wir den Schwarzen Ritter. Hauen wir den Schwarzen Ritter da rein. Item Shop. Oh mein Gott. Der böse Schwarze Ritter. Ist das übel. Ehrlich übel. Ich gebe dem 4 von 10. 4 von 10. Ich finde True Heart auch gut. Ich gebe dir 5 von 10, aber das ist auch wirklich nur, weil es eigentlich eine ganz tolle Bewegungsanimation ist, aber ich finde das Ding gräuselig. Also wirklich, ich träume davon nachts schlecht. Also, ja, wahrscheinlich werden die... Oh, wahrscheinlich werden die Bewertungen jetzt... Ich muss draufklicken. Nein, das nicht mehr. Ja, genau. Wahrscheinlich werden die Bewertungen jetzt hammerkrass ausfallen, ja. weil ich weiß, dass das Ding total beliebt ist, ne? Mhm. Dieses Teil ist mega beliebt und ich befürchte jetzt... Was? Ich befürchte 4,7... 4,7 bei 27 Votes. Das ist halt hammer. Ich meine, es tut mir halt echt weh. Aber gut, das ist krass, Alter. Okay, 10 von 10! Dragon Axe, 10 von 10, sagst du? Die ist, Drachenköpfe, ja, ja, die sieht nicht schlecht aus. Ich gebe 7 von 10. Und wie sieht's aus bei der Dragon Axe? Mhm. Wie sind da die allgemeinen Bewertungen? Verstehe ich überhaupt nicht. 3,5 von 5. Ja, ist ungefähr so, wie ich das auch einschätze. Was? So. Warte. Nicht leaken. Es wird nicht geleakt. Okay, jetzt ist der Scarlet Defender dran. So, jetzt ist Scarlet Defender dran. Ich 0 von 10. Scarlet Defender. Schlimm, 0 von 10. Ja. 0 von 10. Nein, gebe ich nicht. Du gibst jedem Haus genug von 10. Nein, das ist. Nein, der Skin sieht ja nicht so schlecht. Ich gebe der immerhin mal 3 von 10 und ich weiß. Ich hasse dich. Ich weiß, es gibt Hammerbewertungen. 100%ig Hammerbewertungen wieder. Ich kenne die Leute, wie sie drauf sind. Was? Oh mein Gott! Oh mein Gott! 4,13 bei 8 Votes. Ja, total beliebt hier, der Scarlet Defender. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Also, ja. Das sieht scheiße aus. Und dann haben wir den Shopper. Wie war das gewesen? Wer hat das vorhin gesagt? Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Also in dem anderen Video mit den Streamern, mit den Reactions, da war dann einer gewesen, ein deutscher Streamer scheinbar. Und er hat gemeint, es sieht aus wie der Renegade Raider. Das wäre so voll der Fake Renegade Raider. Und damit könnte man die Leute so ein bisschen veräppeln. Irgendwie man könnte es sich ja dann nebeneinander stellen. Würde genauso aussehen. Stimmt das? Ja. Siehst du das genauso? Ich würde nicht erkennen, dass nicht der Renegade Raider ist. Okay, das Ding, das sieht aber, ja, ist relativ nice Klamotte hier. Ich gebe dem Ding 5 von... Eigentlich finde ich es ganz cool. 6 von 10. 7 von 10. Echt 7 von 10? Mhm. Okay, dann schauen wir mal, was dabei rauskommt hier. Mhm. Ja, also, dann, da lag ich ein bisschen näher dran. Wieso wird das schlechter bewertet als der Kackenausgehen? 3 von 5 bei 17 Votes. Ja, das ist ja kein No-Skin. Das andere. Das ist der Scarlet Defender. Das ist doch kein No-Skin. Das ist ein No-Skin mit einem anderen Pulli. Dann haben wir hier den Zani-Emote. Der ist so geil. Ich finde den so geil. Da bin ich Musik, ja. Was gibst du dem Ding? 8. Ja, kommt hin, gebe ich auch. Ich gebe dem auch 8. Du hast ihm mal 10 gegeben. Habe ich ihm mal 10 gegeben? Ja. Gebe ich ihm sogar... Ja, okay, ich gebe ihm 10. Alles klar, dann bleibe ich bei 10.
Ich bleib bei 10 beim Zahn. Ich bin bei meinem Rating. So, und was ist hier? 3,8 von 5. Also wow. Meine Rating. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, und dann zu last but not least, der Glow Rider. So, was sagst du denn dazu? Fang an, ich will nichts dazu sagen. Sieht ein bisschen, sieht schon besser aus als normaler Standardkleid. Ein bisschen besser sieht er schon, also sieht schon eigentlich cooler aus. Also ich gebe dem Ding 4 von 10, aber nur weil es halt ein Standardkleid ist, kriegt er halt von mir nur 4. Was hast du dazu? Illuminate a path to victory. Okay, 0 von 10. So, ja, dann gucken wir mal hier rein. Glow Rider, also übelst bewertet worden, auch 2 von 5 bei einem Vote. Habe ich noch gar nicht eingeblendet, aber das sehen wir jetzt hier. Ja, 2 von 5. Also, wenn es euch gefallen hat, das Video, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Daily Shop News mit mir, dem Herrn Gleich und dem Herrn Sofort. Und das nächste Mal nicht mehr. Nur an den Wochenenden. Mhm. Wenn er Bock hat. Ich bin gestern eingeschlafen. Macht er ja manchmal auch in meinen Videos. Richtig. So, also. Leute, wie schon gesagt, wenn ihr ins Bett gehen wollt und dort schnell schlafen wollt, dann. Willst du, dass wir alle jetzt deabonniert haben? Nein, dann müssen wir uns umlenken, sofort und gleich schlafchillen. Alter, du hast echt eine Macke. Okay. ja, das war's dann. Haut rein, mach's gut. Tschüss. Ciao.